Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir spielen heute. Leute, wir sind heute wieder hier in unserer Singleplayer-Welt. Und wie ihr vielleicht seht, war ich ein bisschen fleißig. Denn ich habe hier eine Menge an Holz gefarmt jetzt zwischen der Aufnahme. Und habe auch nebenbei immer hier wieder was gebraten. Ist jetzt nicht so viel drin, weil ich es gerade geleert habe. Und damit wir überhaupt, also wir müssen ja irgendwie an den Cobblestone kommen. Da habe ich nebenbei dann gleich hier unten nämlich unseren Untergrundraum, in Anführungszeichen, der übrigens null ausgeleuchtet ist. Also wirklich so überhaupt nicht. Den hier habe ich weitergebaut und ich will die Skeletten haben, weil die bringen guten Loot, den brauche ich. Oh, ja, vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee, die jetzt anzugreifen. So, alles tot. Ja, aber wie gesagt, den hier habe ich auf jeden Fall schon jetzt weiter ausgebaut, vor allem in die Richtung dort, hier auch ein Stück. Und da muss ich noch euch noch was zeigen, was vielleicht jetzt ein bisschen hässlich für den Anfang wirkt. Aber das ist rein fiktionell, also wir brauchen das wirklich nur zum Farmen. Denn ich habe ja, wie ihr gesehen habt, Fichtenholz gefarmt und habe da natürlich Setzlinge direkt mitgenommen und nicht wenig Setzlinge. Und dann, da ich eine gute Art kenne, um Fichtenholz schnell und easy farmen zu können, habe ich das direkt so gemacht, wie ich es halt kenne. Und habe einfach in der Luft einen Streifen gebaut und ja, die Setzlinge gesetzt. Das ist alles Holz, was wir dann abbauen können, falls ihr es wieder braucht. Ich denke mal, das sind bestimmt 6-7 Stacks, die jetzt hier stehen. Die Erde, da kann man ja locker easy wieder abbauen, das ist ja kein Problem. Und wie ihr auch seht, habe ich hier einen kompletten Wald gepflanzt. Das ist halt einfach nur dafür, dass, falls wir hier wieder Holz brauchen, wir nicht ewig warten müssen, sondern direkt einfach was farmen können. So, und dann machen wir unten heute das, was ich in der letzten Folge ja angekündigt habe. Und zwar bauen wir unseren wunderschönen Hafen weiter. Ich denke mal, das wird ganz interessant. Ich habe mir heute auch wieder ein paar Fragen rausgesucht. Weil das letzte Folge war für mich so ein bisschen trostlos, ich weiß nicht. Ich hab das geschnitten und dachte mir so, bisschen wenig geredet, motivationslos wie sonst was, Alter. Ich war echt triggert von diesem Design, aber am Ende muss ich wirklich sagen, mir gefällt das. Ich finde das richtig schick, was wir hier gebaut haben. Und ja, Leute, ich baue erstmal so wieder oberflächlich. Ihr wisst, das, was danach unten geht, kommt dann später, weil das kann ich nicht so lassen, Alter. Das triggert mich ja jetzt schon immer, wenn ich hier lang laufe. Aber erstmal baue ich oberflächlich alles zu Ende. Und danach geht's an den Untergrund. Und das wird, denke ich, bei der Tiefe, die wir hier in unserem See haben, auch eine ganz schöne Arbeit. Achso, außerdem habe ich ja letzte Folge den Dreizack bekommen. Und definitiv werden wir in einer der nächsten Folgen den Dreizack nochmal reparieren und dann enchanten, weil dieser Dreizack kann so OP werden. Alter, was habe ich gerade für Sprachfehler? Nein! Der Zombie hat mein... Oh! Der Zombie hat mein Diahelm kaputt gemacht. Ja, das war's dann mit dem lieben Diahelm. So, also das Erste, was jetzt hier mein vorläufiger Plan ist, ist, dass ich erstmal so die Balken ziehe und, Alter, irgend so ein Ding schießt mich hier ab. Als ob das ein Mini-Zombie ist, der einen Dreizack hat. Ist ja mal gar nicht komisch oder so. Nee, aber ich will erstmal die Balken ziehen, danach bauen wir die hinteren Wände und danach kommen die Details und als ob hier schon wieder so ein Vieh ist. Junge! Alter, diese Unterwasser-Zombies nerven ja mal so krass. Ist ja mal richtig nervig. So, jetzt müssen wir uns überlegen, da hier ja dann der Abteil hinkommen soll, wo es dann so eine Treppe hoch gibt, die hochführt hier. Das Ding ist, dadurch, dass es ja nur so ein unterster Steg ist, würde ich hier auf jeden Fall immer nur drei machen. 2, 3, 1, 2, 3. Und natürlich ist die Frage, wie wollen wir die Treppe hochführen lassen? Und ich weiß immer noch nicht, welchen Boden ich hier reinbringen soll. Mal gucken. Und Alter, ist da schon wieder so ein Dreizack-Typi. Und dann könnte man es machen, dass der Weg hier nur zwei breit ist, zwei Treppenstufen. Und der Hauptweg, der dann nach oben führt, halt drei breit ist. Doch so, ja, so finde ich das, oder? Nee, ich würde es sogar tatsächlich erst hier machen. Erst so. Da hat man hier so sich auf das sich wirken lassen zu können. So, und jetzt muss ich mal ganz kurz 1, 2, 3, 4, 5 Block. Und dann hätten wir hier nur 2. Das ist natürlich sehr, sehr ungünstig. Obwohl, ich glaube, es ist gar nicht mal so ungünstig. Wenn hier jetzt die Treppe hochführt und hier oben, also hier wäre ja dann der Boden drin, dass man so runter gucken kann. So, hier wäre ja dann Ende im Gelände. Hier wäre Schluss. Was man halt einfach machen könnte, wäre, dass hier der Boden immer noch ist. Aber das sieht dann blöd aus. Da müsste man so machen. Dann ist hier einfach noch eine Zaunabgrenzung und gut ist. Muss ja jetzt nicht sonst wie komisch aussehen alles. Um mal nebenbei
eine Frage aufgreifen zu können. Und zwar habe ich hier was echt interessant ist. Und zwar, hast du schon mal Online-Dating ausprobiert? Also ich persönlich, Leute, ich bin 15, natürlich noch nicht direkt so. Aber, und das bringt mich gleich auch direkt zu einer echt lustigen und komischen Situation. Und zwar habe ich früher, als ich so mit Bed Wars und Minecraft angefangen habe, da war ich 12 oder 11, als ich damit angefangen habe, bisschen sehr, sehr besonders und habe so, wenn ich ein Mädchen in der Runde hatte oder so, so aus, nicht mal aus Joke-Basis, ich bin jetzt aber ehrlich, ich habe einfach so richtig real versucht, so ihre Nummer zu klären. Und bei manchen hat es sogar funktioniert. Und das Komische daran ist, dass es bei manchen funktioniert hat. Erstens, Leute, was geht bei euch ab? Und zweitens ist das noch komischere, dass ich mit vielen, wo ich früher halt einfach in der Bed Wars Runde die so getroffen habe, wo ich so nach der Nummer gefragt habe, mit vielen von denen schreibe ich halt heute noch. Die kenne ich heute noch auch und wir sind super, super sympathische Leute. Gruß geht raus, falls ihr das Video sehen solltet. Hi. Ich habe euch alle lieb, Leute. Ihr seid toll, ihr seid klasse, ich mag euch. Und was ich halt früher auch ganz oft versucht habe, war, dass ich auf Insta oder so irgendwelche Girls angeschrieben habe und da irgendwas probiert habe, aber ich war 12, Leute. Was wollt ihr erwarten? Also jetzt mal ehrlich. Da ist nie was bei rausgekommen. Traurig. Nee, aber wirklich, da ist nie wirklich was bei rausgekommen. Ist aber, denke ich, auch verständlich. Hätte auch als, keine Ahnung, 14-Jährige keinen Bock auf einen 12-jährigen Bub, Alter, der sich nur an irgendwas austestet. Das war früher echt irgendwie komisch, aber irgendwie auch, keine Ahnung, wenn man jung ist, dann testet man doch alles mal aus und wie man das schafft. Und ich glaube, das, was ich da früher gemacht habe, hat mich auch so von Menschenkenntnissen und so übelst gefördert. Hat mich halt vor allem auch weitergebracht. Und heute finde ich das sogar gar nicht so, dass ich sagen muss, boah, wie schlimm ist das denn? Jetzt geht ja mal gar nicht. Und was ich auch sagen muss, diese Internetfreundinnen, mit denen ich jetzt halt immer noch schreibe, haben mir schon übelst oft so krass weitergeholfen. Leute, ich kann dann nur wirklich empfehlen. Also ich will nicht empfehlen, dass ihr jetzt Girls anschreiben sollt in Minecraft und sagen sollt, ey, hey, alles gut. Sondern ich will halt was anderes und es dann halt so endet, dann Alter, behaltet das. Bleibt da dran, Leute. Ich denke mal, das ist am sinnvollsten. Weil so letztendlich muss man ja wirklich sagen, dass Freunde einfach das Beste sind, was es gibt. Freunde sind toll. Freunde, so wenn du sie brauchst, sind sie da. Wenn sie dich brauchen, musst du zwar auch da sein. Ja! Warum bist du denn hier? Ei, 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 ei. Bist ja jemand einmal in Ruhe spielen. Zocken in Ruhe. Bisschen bauen und tauchen. Was passiert? Schwester kommt und jetzt werde ich wahrscheinlich 24/7 abgefuckt. Mal gucken. Aber ja, Leute, Freunde sind was Schönes. Möchte ich nochmal erwähnen. Also, wenn du gute Freunde hast, dann ist das das Beste, was dir passieren kann. Und dann tu was dafür, dass du die Freunde auch behältst. Das musste jetzt aus mir raus. Okay, das war schon wieder viel zu emotional für meine Folgen. Ich weiß gar nicht, ob man in der Aufnahme hört, dass meine Familie unten stinkend laut ist. Also wirklich so laut. Aber ich sehe in den Anzeigen meines Mikrofons, dass man es tatsächlich vielleicht so ein mini bisschen hört. Vielleicht kann ich irgendwo eine Stelle rausfiltern, die so laut ist, dass ich es euch mal einblenden kann. Aber falls nicht, dann kommt hier halt jetzt nichts in der Einblendung. Es tut mir leid. Leute, was wäre denn eigentlich? Ich muss es hier mal kurz testen. Wie sieht denn das aus? Sieht das cool? Oh, das sieht besser aus, oder? Ja, das sieht so viel besser aus, dass die direkt umsetzen. Also das sieht ja mal 10-mal besser aus. Jetzt könnten wir hier das noch abbauen. Und dann finde ich, das sieht schon, ich finde, das sieht viel, viel besser aus als vorher. Später kann man hier dann zum Detail zum Beispiel auch noch Heublöcke hinsetzen. Also so, als wäre hier ein Heuhaufen, der hier angeschifft worden ist. Oder, oh, wie heißen die Fässer? Boah, Fässer sind halt hierfür auch übelst gut, ne? Die Frage ist, wo ist ein guter Platz, um die Fässer zu placen? Ich setze jetzt einfach mal so zwei so auf richtig random hier ein bisschen Tiefe mit in die Mauern bringen. Ich denke mal, ich werde so oder so hier auf jeden Fall nochmal ein paar Details mit reinbringen, vor allem bei der Treppe jetzt. Das ist jetzt ja nur die grobe Grundplanung so. Also, ich möchte nochmal erwähnen, unten die Dating-Seite ist verlinkt, die ich hier benutze. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Hattest du schon mal einen Zickenkrieg? Und wenn ja, wer hat gewonnen? Alter, ich hab schon, Leute, ihr wisst gar nicht, was in meinem Leben eigentlich abgeht. Also wirklich jeden Tag hier zick ich rum. Jeden Tag mache ich hier Bitches fertig in meiner Schule, das glaubt ihr gar nicht. Die werden hier zack, bam, wegargumentiert und weggekrallt mit meinen Fingernägeln. So geht das nämlich, so gewinnt man Zickenkriege. Ich will keine Gewalt verherrlichen.
Aber direkt Streit mit einem Kumpel, also bei mir muss ich ja jetzt Kumpel sagen, hatte ich noch nicht. Tatsächlich, lol. Also kein so richtigen. Klar, Meinungsverschiedenheiten so gibt's immer. Und wenn ich denke, mein Kumpel fährt zurzeit einen übelst scheiß Weg, den er so meiner Meinung nach einfach, das macht man einfach nicht so, dann sage ich ihm das und vielleicht ist er dann sauer, aber dann weiß er es wenigstens. Und meistens ist es dann so, wenn es ein guter Kumpel ist, der akzeptiert es dann. Und dann heißt es später so, yo, irgendwie hast du schon recht. Und dann ist hier, was ich meine, ist halt wieder entspannt. Letztens so einer meiner Freunde, der hat, also wirklich, der schiebt, oh, das war gerade so noobig, der schiebt manchmal einfach einen komplett komischen Trip. Also wirklich, manchmal denke ich mir, wer ist das? Der hat hinter dem Rücken seiner Freundin, so deiner Freundin, Alter, das, was ja eigentlich das wichtigste Heiligtum sein sollte, was es gibt, so was ja eigentlich wichtiger sein sollte als alles andere irgendwie auf dieser Welt, hat er wirklich mit einem anderen Kumpel von mir seine Freundin als, ich kann das Wort hier nicht mal sagen, bezeichnet. Und dann bin ich zu ihm gegangen, habe ihm gesagt, dass sowas einfach nicht geht und dass man sowas absolut nicht macht und was mit ihm los ist und wie ekelhaft es eigentlich ist und dass es einfach, das, nee. Und das habe ich ihm dann auch so gesagt in einem ruhigen Gespräch, klar, alles entspannt. Hat er erstmal so hingenommen, aber sich da wirklich was rausgezogen, dass es scheiße ist, was er macht, hat er sich nicht. Dann ging es circa so eine Woche weiter, also wirklich eine Woche lang, haben die immer wieder über seine Freundin irgendwelche ekelhaften Sachen gesagt, Alter. Und ich habe so, Junge, das ist seine Freundin, Alter. Ich würde, wenn ein Kumpel mir sowas über meine Freundin sagt, direkt, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Und dann bin ich zu seiner Freundin und vielleicht war es ein bisschen hinterrücks, aber ich habe ihm zweimal, habe ich mit ihm geredet darüber, dass es absolut nicht geht und dass man absolut sowas nicht macht und dass es absolut scheiße ist, zu seiner Freundin gegangen, habe ihr das erklärt und dann gab es natürlich erstmal Stress. Er hat mich gefühlt gehasst, nur dafür wusste ich, yo, für mich selbst habe ich absolut das Richtige gemacht, so weil es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht, dieses, ich hasse an sich am Menschen dieses Hinterrückse, dieses, ich finde das so eklig, ich kann das gar nicht in Worte fassen, inwiefern genau ich das jetzt meine. Das war vielleicht so ein bisschen fies von mir, aber man nennt seine Freundin einfach nicht hinter dem Rücken seiner Freundin, so, what the fuck geht bei den Leuten ab, Alter. Es macht keinen Sinn, über andere hinter ihrem Rücken zu reden. Es macht keinen Sinn, generell über andere zu reden oder sich eine Meinung über andere zu machen. Jeder geht seinen eigenen Weg. Und das Einzige, was es bringt, wenn ihr über andere redet, ist, dass ihr euren eigenen Weg verliert, beziehungsweise nicht genügend Kraft in euren eigenen Weg stecken könnt. Und deswegen werdet ihr irgendwann richtig gefickt, wenn ihr das lange so macht. Deswegen lasst es einfach, konzentriert euch auf euch und macht euch selbst besser und versucht es nicht anderen aufzuzwingen, dass sie zurzeit scheiße sind, obwohl ihr selbst vielleicht eure Makel habt. Und wenn ihr merkt, ein Freund kommt auf den falschen Weg, dann setzt alles da dran. Alles, ich sag euch, setzt alles da dran. Wenn ihr wisst, der Typ würde für euch sterben, dann macht alles dafür, dass der Typ eben nicht auf den falschen Weg rückt, sondern trotzdem noch den richtigen Weg geht, auch wenn er momentan halt einfach scheiße ist, so. Weil das war schon gefühlsvoll, oder? Müsst ihr sagen, war süß. War süß, oder? Von mir schon so. War schon wieder ein lieblicher Satz. So, Leute, ich habe jetzt den Hafen fertig gebaut und ich muss sagen, so 100% zufrieden bin ich mit dem Ergebnis nicht. Aber es gefällt mir schon ganz gut. In der nächsten Folge, morgen um 17 Uhr, werden wir daran weiterbauen. Denn ich will noch eine kleine Verbesserung vornehmen, die ich euch jetzt gleich sage. Aber ich werde mich hier jetzt mal umdrehen. Und ja, das ist der Hafen. Wie ihr seht, es sieht etwas, naja, aus, würde ich behaupten. Also mir gefällt es nicht so richtig. Ich habe mir da eigentlich was Schöneres erhofft, muss ich sagen. Klar, desto näher du hier kommst, desto besser sieht es aus, muss ich sagen. Also das hier, wenn man hier so lang fährt, gefällt mir schon echt, echt gut. Und das sieht auch super aus. Aber wenn ich jetzt weit weg fahre und jetzt zum Beispiel von hier aus gucke und dahin fahre, sieht es halt alles echt nicht so perfekt aus, wie ich mir erhofft hatte, so. Und deswegen werden wir hier noch eine andere Ebene reinziehen. Also ab hier generell werde ich das wahrscheinlich nochmal abreißen. Beziehungsweise nicht komplett abreißen, aber so zwei Blöcke runtersetzen vielleicht. Oder einen Block oder zwei Blöcke, mal gucken. Und hier dann nochmal runtersetzen, dass man im Prinzip hier dann die Haupthöhe hat, die man haben möchte. Und man den vielleicht hier zu Ende bringt. Und dann hier vorne oder hier dann nochmal ein Stück weiter nach da geht und dann hier nochmal eine kleine Anlegestelle baut oder sowas. So in der Art habe ich mir das nochmal gedacht. Aber ich würde sagen, das werdet vor allem ihr, ich werde es jetzt gleich sehen, weil ich jetzt gleich nochmal aufnehme. Aber ich würde sagen, ihr werdet das jetzt morgen sehen.
Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen um 17 Uhr wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis dann und ciao. So. Ja! Warum ist